Denn im Grunde genommen gehört das Spülen mit zum Konzept. Lecki, lecki, lecki. Ja, ist ja nun mal so, Hochschulen sind nicht unbedingt gerade für ihr gutes und leckeres Essen bekannt. Aber hier an der FH in Münster, da ist das etwas anders. Denn hier gibt es das Food Lab. Und genau da gehe ich jetzt mal hin. Da bin ich übrigens. Ja, mit dem Pfeil. Wir sind gebeten worden, uns zum Thema Ernährung der Zukunft Gedanken zu machen. Und so frei, wie das klingt, haben wir die Aufgabe dann auch angenommen. Wir haben uns überlegt, wie wird überhaupt die Situation der Ernährung in der Zukunft sein? Das ist relativ klar, aber was genau passieren wird, ist überhaupt nicht klar. Es ist nur klar, es wird starke Veränderungen geben, wenn wir bis zum Jahr 2050 10 Milliarden Menschen ernähren müssen, wird das nicht so gehen, wie es jetzt geht. Es geht dem Phase 11 Food Lab dabei weniger darum, wie eine Mahlzeit in der Zukunft aussehen wird. Vielmehr versucht das Team, Sensorik, Wertschätzung und das Bewusstsein für Essen zu intensivieren und zu verändern. Wie sieht das konkret aus? Nun erstmal ab in die Küche. Jeden Donnerstag findet in der Ökotrophologie der FH Münster ein gemeinsamer Mittagstisch statt. Aus einer Biokiste werden die unterschiedlichsten Gerichte gezaubert. Wer von den Studenten Bock hat, macht einfach mit. Nirgendwo sonst wird Teig so zärtlich gestreichelt. Passt perfekt, ne? Sehr, sehr schön. Okay, wir machen gleich nochmal. Man lernt beim Kochen schnell einige Dinge, die man vorher nicht wusste. Nehmen wir mal den Speck der Veganer. Das sind fein geschnittene Shiitake-Pilze. Aha. Die werden einfach nur geröstet. Echt? Nichts dran, ein bisschen Salz dran, das war's. Und das merkt man, das schmeckt. Das ist ein bisschen Mund. Ist ja weiß, auch wieder schön knusprig. Das ist ja fantastisch. Ist alles fertig gekocht, nehmen die Teilnehmer am sogenannten roten Tisch Platz. Hier wird nun jedoch nicht einfach nur gegessen, nein, es werden auch Experimente durchgeführt. Zum Beispiel die erste Aufgabe war, dass man in Stille essen soll. Also wir haben die Zeit gestoppt und 2 Minuten lang sollten die Esser nicht reden. Und die zweite Aufgabe hat sich auf den Nachtisch bezogen, also eher auf das Dessert. Da haben alle Teilnehmer eine Nasenklammer bekommen und sollten dann dieses Stück Kuchen essen und so ein bisschen sich damit beschäftigen und dann nach einer gewissen Zeit die Nasenklammer öffnen. Und da haben sie diesen Geschmack der Schokolade viel intensiver wahrgenommen. Also, dass sie auch tief eingeatmet haben, retronasal das wahrgenommen. Dadurch wollten wir auch nochmal die Sinne verschärfen und jedem deutlich machen, ihr könnt jetzt was schmecken und bedient euch eure Sinne. Wir haben ganz tolle Erfahrungen machen können. Fast alle, denen wir dieses Konzept vorgestellt haben, waren sofort davon begeistert, haben es sofort verstanden, obwohl es eine sehr komplizierte Geschichte eigentlich ist. Aber jeder hat auch die Notwendigkeit erkannt und wer es mal miterlebt hat und tatsächlich mal so ein kleines Spiel ausprobiert hat, wenn man mit uns gegessen hat, der hat sofort gemerkt, was für einen Einfluss das auf einen selber hat. Es hat uns so begeistert, dass wir sicher sind, dass wir daran weiterarbeiten werden, in der einen oder anderen Form. Wir haben als Prototypen unser rotes Buch entwickelt mit den Karten drin, wo die verschiedenen Spiele drauf sind und wo das Konzept vom roten Tisch beschrieben wird. Das Buch sucht aktuell einen Verlag. Man kann also sagen, das Food Lab ist noch nicht am Ende, aber auf einem guten Weg, Deutschland über unser Essen aufzuklären. Das ist so furchtbar, das kannst du dir nicht vorstellen. Hier, komm, isst du mal.